dich, Servus. Bist auch du Softwareentwickler und hast Probleme oder Schwierigkeiten, dein Angebot direkt an Kunden zu verkaufen, insbesondere größere Kunden, Industriekunden, aber letztendlich auch Mittelstandskunden, gehobener Mittelstand, Mittelstand, sagen wir mal, mit 20, 50 oder 100 Mitarbeitern oder auch Mittelstand mit 500 Mitarbeitern oder sogar 1000 oder mehreren 1000 Mitarbeitern. Es ist letztendlich völlig egal. Wir sprechen hier aus Erfahrung bei Klein Marketing. Wir haben hier ungefähr bei Klein Marketing operativ so pro Jahr um die 3000 Verkaufsgespräche. Viele von diesen Gesprächen sind, sagen wir mal, 80% davon sind Kaltakquisegespräche oder Akquisegespräche generell. Das heißt, Gespräche mit potenziellen Prospects für wiederum unsere Kunden. Hier haben wir sozusagen ein sogenanntes Agent-Based Business, wo wir im Namen unserer Kunden raustelefonieren, direkt für die eben eine Premium-Telefonakquise-Dienstleistung hier anbieten. Und da akkumuliert haben wir ungefähr um die 3000 Akquisegespräche, wie gesagt, pro Jahr. Und das schon seit jetzt fast 10 Jahren ungefähr dieses Level. Und aus diesen 30.000 Akquisegesprächen zusammengefasst, möchte ich hier dir mal die drei größten Gründe mitteilen, warum insbesondere für was Softwareentwickler betrifft, egal ob du jetzt Solopreneur bist, Freelancer oder schon ein paar Mitarbeiter oder Angestellte hast oder ein paar Freelancer, die dir irgendwie aushelfen oder sagen wir auch schon 10, 20 Mitarbeiter oder auch schon ein paar hundert Mitarbeiter hast und schon 10, 20 Millionen Euro Umsatz machst oder sogar noch mehr. Ja, das sind immer die gleichen drei Gründe und sagen wir mal 80% aller Gründe, warum der Kunde dich nicht kauft als Softwareentwickler oder Dienstleister, ja, 80% der Gründe sind in diesen drei Gründen enthalten. Also jetzt wirklich aufgepasst, mitschreiben und dann geht's gleich mal los. Also, ich hole dir mal kurz das Whiteboard, ja, damit wir es auch schwarz auf weiß haben. Die drei Gründe. Ja, warum kauft der Kunde nicht? Der erste Grund, und ich mache es hier mal absichtlich, ja, mit einer sehr prägnanten Farbe, mit Orange. Ja. Der erste Grund ist die Angst vor Reibungsverlusten. Also, erstens, der erste Grund, ja, sind Reibungsverluste bzw. die Angst bei externen Dienstleistern oder auch Freelancern von exterieur Reibungsverluste. Und ich werde diese drei Gründe quasi in Priorität langsam aufbauen. Das heißt, ich werde den schwächsten Grund als erstes nennen, den zweitstärksten Grund und dann als letztes und als drittes den allerwichtigsten und prägnantesten Grund. Wenn du sozusagen das in der Einwandbehandlung nicht vorweg, sagen wir mal, abnehmen kannst, diese Angst, ja, dann wird in 90% der Fälle es zu keinem Kaufabschluss kommen oder zu keinem Neukundengeschäft. Ja. Das ist jetzt sozusagen der schwächste Grund, Reibungsverlust. Also jedem sagen wir mal, es ist völlig klar, egal ob du jetzt letztendlich einen Angestellten hast, ja, oder ob du jetzt ein Freelancer oder sag mal, eine externe Agentur hast sozusagen und die dir eine Dienstleistung als GmbH oder als Dienstleister anbietet. Es gibt jedes Mal, wenn du mit jemandem zusammenarbeitest, mit dem du vorher noch nicht zusammengearbeitet hast, und das ist nun mal großer Bestandteil des Neukundengeschäfts oder der Neukundenakquise generell, gibt es Reibung. Ja? Also, was gibt es dazwischen für Reibung? Ich mache hier mal ein paar Beispiele im Onboarding. Ja, es ist also völlig egal, wie gut dein Onboarding ist, es muss erstmal durchgemacht werden. Ja, das ist ja völlig klar. Ne? Also hier müssen quasi Logins ausgetauscht werden, es müssen Vertraulichkeitserklärungen ausgetauscht werden, unterzeichnet werden und du musst eventuell bei größeren Firmen erstmal als Lieferant gelistet werden im Einkauf. Ja, da muss dann sozusagen der Chefeinkäufer auch nochmal sein Okay dazu geben und auch nochmal eine Unterschrift leisten und so weiter und so fort. Dann, was fällt dann noch mit rein? Transferwissen, das heißt, ja, ich mache mal Schrägstrich, Transferwissen und ich nehme hier mal den Begriff
mit Absicht Transferwissen. Viele der Kunden, mit denen wir da telefonieren, die nennen das auch Domainwissen. Wir nennen es mal, absichtlich nenne ich es jetzt mal Transferwissen. Denn Transferwissen bedeutet, es geht Wissen vom Kunden zum externen Dienstleister. Aber es geht ja natürlich auch Wissen vom externen Dienstleister zum Kunden. Das heißt, Transferwissen ist der richtige Begriff. Aus Kundensichtbrille nennst du immer Domainwissen. Und damit meinen sie dann sozusagen nur einseitig deren Wissen, das erstmal rausgehen muss, damit ein Entwickler überhaupt erstmal dort quasi voll integriert werden kann in ein bestehendes Projekt oder in egal was für ein Projekt letztendlich. Ja. Um das Ganze nochmal ein bisschen zu konkretisieren, du kannst es dir vielleicht schon vorstellen, aber jetzt nochmal um zu konkretisieren, es gibt also einen großen Maschinenbauer, sagen wir mal, der macht 1 Milliarde Euro Umsatz, da gibt es unterschiedlichste Projekte und viele sind zum Beispiel sehr nahe an den Maschinen dran. Also es wird Software entwickelt, die sehr nahe an den Maschinen dran ist. Also das heißt, man hat dort zum Beispiel Software, die man entwickelt und dann gibt es ein Display und auf dem Display werden dann Daten projiziert, die sozusagen direkt aus der Maschine raus abgeleitet werden und dazu braucht man eben bestimmte Software, die dann sozusagen eventuell auf Android-Basis dann läuft. Also braucht man hier Softwareentwickler, die Android programmieren können und so weiter. Ja. Und um das aber wirklich gut als Entwickler machen zu können, muss man halt erstmal auch den Maschinen, die dieser Maschinenbauer herstellt, auch erstmal ein bisschen verstehen. Also das ist dann das Domain-Wissen. Das heißt, kundenspezifisches Wissen. Ja. Man könnte auch hier zum Beispiel nochmal Kunden... kundenspezifisches Wissen, ohne dem du letztendlich nicht wirklich den Job ausführen kannst als Softwareentwickler oder als Dienstleister, beziehungsweise die Qualität, also du könntest es de facto eigentlich nicht ausführen, den Job. Das heißt, es führt kein Weg dran vorbei, dass du dir dieses Domainwissen aneignest. Und das weiß auch der potenzielle Kunde. Und das wiederum bedeutet, dass letztendlich unterm Strich die richtig guten Kunden häufig die Kunden sind, die, wenn überhaupt, an einer Zusammenarbeit mit einem externen Dienstleister oder Freelancer nur interessiert sind, wenn die Länge dieser Zusammenarbeit mindestens ja, ein paar Jahre ist. Also nicht nur ein Jahr, sondern mehrere Jahre. Idealerweise, letztens hatte ich jemanden am Telefon, der sagt, unsere externen Dienstleister sind idealerweise, arbeiten mit uns Jahrzehnte, also quasi über Generationen hinweg. Ja? Weil es einfach so ein großer Punkt ist, diese Reibungsverluste oder diese Onboarding, dieses Domainwissen, das man sich erstmal aneignen muss, das damit einhergehende Vertrauen, die Vertrauensbasis, die erstmal aufgebaut werden muss. Ja, man kann natürlich alle möglichen NDAs und Vertraulichkeitserklärungen und Verträge unterschreiben hin und her. Ja, aber am Ende ist es auch nochmal wichtig, dass man auch generell eine Vertrauensbasis dort hat. Und all diese Themen, also letztendlich, man braucht Mitarbeiter, um es kurz zu sagen, die das Unternehmen was und deren Produkte und wiederum deren Dienstleistungen und Produkte in- und auswendig kennen. Also zumindest insoweit, dass es notwendig ist, um einfach einen Top-Job abliefern zu können. Und das ist häufig, um dieses Domainwissen sich so weit anzueignen, dass man dort also wirklich anfangen kann, richtig zu performen als Softwareentwickler oder Softwaredienstleister. Da vergehen erstmal mindestens 3, 6 Monate, vielleicht sogar bis zu 1 Jahr. Ja, und dann stetig, natürlich ist die Lernkurve, hört niemals wirklich auf. Das wissen die natürlich. Das heißt, einfach mal so hier mal kurz ein Projekt machen für 6 Monate. Das ist schon mal in dem Level, auf diesem Enterprise-Level, B2B-Level, schon mal relativ unwahrscheinlich. Ja, und deswegen auch in der Akquise, die Langfristigkeit und damit einhergehend der ganz große Upside mit dem, ja, ist natürlich der Customer Lifetime Value. Denn wenn ich einmal so einen Kunden gewonnen habe, ist der Customer Lifetime Value quasi, also der Kundenwert auf die nächsten 3 Jahre, 5 Jahre, 10 Jahre, 20 Jahre, de facto unbegrenzt. Ja? Also wenn ich dort mal 2 oder 1 nur platziert habe, einen Softwareentwickler als Dienstleister oder 2 oder 3, ja, dann verdiene ich an denen vielleicht jetzt 100.000 im Jahr als Marge, ja? Aber das auf die nächsten 10 Jahre. Ja, dann sind wir schon bei 1 Million. Also, ganz, 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 ganz wichtiger Punkt. Ja. Okay, aber jetzt kommt, das ist sozusagen der schwächste Grund aller 3 Gründe, jetzt kommt der zweite Grund
Und der ist so ein bisschen hängt mit dem zusammen und das ist mangelnde Transparenz. Was meine ich jetzt mit Mangel an Transparenz? Man könnte auch sagen Blackbox-Symptome. Ja? Also Blackbox-Symptome ist quasi, du bist ein externer Dienstleister, arbeitest, also dir wird sozusagen ein Teilbereich ausgelagert an dich aus Ressourcengründen, aus Kapazitätsgründen, aus was auch immer für Gründen. Ja, in der Regel sind es Ressourcen, Kapazitätsgründen, aber manchmal auch Knowledge-Based Reasons. Also das ist meistens auch kombiniert. Ne? Also man hat quasi zu wenig Ressourcen, die ganz bestimmte Dinge eben können oder Qualifikationen mit sich bringen. Das heißt, wenn du jetzt eine Softwarebude bist, Softwaredienstleister, IT-Dienstleister bist, mit sehr viel guten, qualifizierten Kräften, dann ist es eine Kombination aus Kapazität und Kompetenz, die dann quasi ausgelagert wird oder eingekauft wird. Also es wird letztendlich dann dadurch eingekauft, indem man eben ein Teil, ein Stück aus einem größeren Projekt rausschneidet und dann die einfach weitergibt. Und das kann man dann in vielen verschiedenen Sachen machen. Wir haben auch schon viele Videos drüber gemacht. Das kann man dann iterativ gestalten, ja, wo einfach permanent Kommunikation stattfindet, also auf wöchentlicher Basis. Man kann es aber auch quasi in Scheibchen schneiden, einfach weggeben. Dann wird einfach entwickelt und dann einfach nach etlichen Wochen wird dann einfach das fertige Ding, die erste Schleife gedreht, Feedback-Schleife. Das ist halt einfach individuell auch zu betrachten, aber generell muss man sagen, dass die Kunden hier einfach auch schon häufig schlechte Erfahrungen gemacht haben und generell einfach sehr gerne viel Kommunikation und viel Transparenz eben haben. Und das ist eben wiederum impliziert, dann wiederum in iterativen, agilen Softwareentwicklermethoden. Dazu haben wir auch schon viele Videos gemacht. Da möchte ich aber jetzt nicht weiter darauf eingehen, zum Thema agile Methoden oder sowas. Ne? Da hat auch der Michael Franke von der ChampiSoft schon viele Videos auf seinem Kanal dazu gemacht. Aber das hängt sehr stark mit diesem Grund, warum bei dir kein Kunde kauft als Softwareentwickler oder Softwaredienstleister, sehr, sehr, sehr stark. Das ist der zweitstärkste Grund, ja, den wir quasi getrackt haben, im Laufe der letzten 10 Jahre mit über 30.000 Akquisegesprächen, die wir geführt haben, mit so ziemlich jedem Industriebetrieb, den Deutschland zu bieten hat, ja, haben wir mindestens schon 10, 20 Mal gesprochen in dem Zeitraum oder vielleicht sogar 100 Mal. Ja. Da muss ich jetzt nochmal genau die Daten anschauen. Also letztendlich ist das sehr wichtig. Also was habe ich mir noch notiert? Blackbox, ja, Kommunikation. Letztendlich, man könnte hier noch sagen, / Kommunikation, ja. Mangel an Kommunikation, Mangel an Transparenz, das sogenannte Blackbox-Syndrom, ja. Also ich kaufe letztendlich irgendwie, ich hole mir einen Dienstleister rein, ich lagere da was aus, ein Stück Softwareentwicklung, Unterstützung und dann macht er was und das ist eigentlich eine Blackbox, ich verstehe gar nicht, was er da richtig macht, da muss ich das Ganze wieder integrieren und ja, und dann eventuell funktioniert es nicht so gut, wie ich es mir eigentlich gedacht hätte. Und der dritte Grund, und das ist jetzt wirklich der stärkste Grund überhaupt, der dritte Grund, warum ein Kunde nicht bei dir kauft als externer Dienstleister, IT-Dienstleister, Softwareentwickler, ist schlechte Erfahrungen. Ja. Also, wir haben letztendlich keinen Entscheider, in egal welcher Firma, groß, klein, Mittelständler, egal welche Branche, Industriebetriebe, Elektrobau, Maschinenbau, Fahrzeugbau, ja, Großhändler, Kleinhändler, Zulieferer, Stahlunternehmen, ja, Banken, Versicherungen, egal wo. Es gibt keinen Entscheider da draußen, der wichtig für dich wäre, zu überzeugen, dass er deine Dienstleistung kauft, der nicht mindestens zwei bis dreimal, manche auch sehr viel mehr, schlechte Erfahrungen in seiner Laufbahn gemacht haben mit externen Dienstleistern. Das inkludiert Freelancer, das inkludiert teilweise auch Angestellte, ja, die nicht funktioniert haben im Remote Office. Ja. Also ich kann es hier nochmal aufschreiben, was wir uns dann notiert haben. Ja. Also schlechte Erfahrungen mit Freelancern, schlechte Erfahrungen mit Remote. Ja, wenn die irgendwo, auch selbst Angestellte, wenn die irgendwo sitzen, einfach nicht oder zu selten da sind oder auch generell nicht da sind.
Da geht auch manchmal viel lost in translation, insbesondere wenn die zum Beispiel auch keine Native Germans sind, also zum Beispiel keine Muttersprachler, was in, teilweise bei größeren Betrieben in 50% der Fälle sind die Entwickler schon keine Muttersprachler mehr, also deutsche Muttersprachler. Sie können manchmal ein bisschen Deutsch, manche können gar kein Deutsch, nur Englisch. Dann können wiederum einige nur Deutsch und wieder kein richtiges Englisch und so weiter. Das heißt, wenn die dann auch noch im Remote Office sitzen, ist die ganze Kommunikation, der ganze Austausch, also man trifft sich ja nicht mal irgendwo in der Küche oder beim Kaffee holen oder irgendwie sowas, irgendwie am Gang oder dieses typische Smalltalk und so weiter, findet alles nicht statt. Also es wird alles nochmal schwieriger, dadurch entstehen wieder Missverständnisse und Misskommunikation und es entstehen auch nicht irgendwelche Freundschaften oder sowas, dass man abends nach einem Ding einfach nochmal ein Bierchen geht oder irgendwas trinken geht und so weiter. Und diese quasi auch Sozialisierung und emotionale Bindung ans Unternehmen geht häufig dabei verloren und so weiter. Das sind all diese Nachteile eigentlich vom Remote Office, auch bei Angestellten, da rede ich jetzt davon. Das heißt, das Phänomen trifft letztendlich auf dieses Remote extern zu. Das heißt, es ist letztendlich egal, also eine Möglichkeit hier zum Beispiel entgegenzuwirken, also in der Einwandbehandlung, in der Telefonakquise, in der Neukundenakquise, dass du hier sagst, okay, es ist eigentlich völlig egal, ob du jetzt ein Angestellter bist, den du einstellst, findest aktuell sowieso vielleicht keinen. Wir können dir einen Freelancer bieten oder als Dienstleister Mitarbeiter von uns, ja, bei dir platzieren und der ist generell ja, 5-mal im Monat bei dir vor Ort. Ja? Einfach um hier quasi diese Nähe, um diese Sozialisierung, um diese Integration ins interne Team, ja, dass der quasi fully integrated ist, also quasi fully integrated external Software Developers. Ja? Und dass du dann sozusagen diesen Einwand sozusagen ja, schon mal abmilderst. Du wirst jetzt nicht komplett weg abschaffen können, aus der Welt schaffen können, aber dir zumindest mal eine Chance bekommen, dass du getestet wirst, ja? Dass du gelistet wirst als im Einkauf und als Softwareentwickler, Dienstleister getestet wirst, mal mit einer Person, zwei Personen, drei Personen und dann eben langsam und stetig eben eine langfristige Zusammenarbeit eben aufbaust und ein Customer Lifetime Value von vielen 100.000 Euro hoffentlich. Und ja, das haben wir auch immer wieder geschafft mit unseren Kunden. Es ist halt alles sehr, sagen wir mal, mit Sorgfalt zu betrachten. Man muss sich durch die Brille des Kunden sehen können. Ja? Das heißt, nicht einfach nur dagegenhalten, sondern einfach zustimmen und sagen, ja, das verstehe ich vollkommen. Ja? Also Verständnis äußern. Und so, das ist sozusagen der erste Step der Einwandbehandlung. Aber wenn du da mehr darüber wissen willst, wie wir da arbeiten, gerne bei uns auch mal einen Termin holen. Ist auch gar kein Problem. Und was habe ich mir jetzt noch alles Schönes notiert? Schlechte Erfahrungen. Ja, Ängste remote, egal ob Dienstleistung und so weiter. Und das letztendlich sind so die drei ja, am häufig vorkommendsten Gründe, ja, warum du als externer Dienstleister, Softwareentwickler oder IT-Dienstleister generell, egal was du machst, ja, selbst wenn du jetzt halt andere Bereiche anbietest, als wir jetzt als Entwicklung, deine Dienstleistung nicht verkauft bekommst. Und häufig, und das möchte ich jetzt abschließend auch noch sagen, häufig ist es so, dass dir der Kunde, wenn du besonders im Kaltakquise-Gespräch bist und er dich nicht wirklich kennt, dir häufig diese Gründe oder manchmal, ich sage mal in 60% der Fälle, vielleicht nicht direkt nennen mag. Ja? Und da musst du einfach zwischen den Zeilen lesen können. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass wenn er vielleicht so mal einen Vorwand dir gibt, ja, aktuell kein Budget oder dies oder das oder jenes, es dann unter Umständen, dass nur ein Vorwand sein könnte, also gar kein richtiger Einwand, sondern einfach nur ein Vorwand für den eigentlichen Einwand und in 80 bis 90% der Fälle, ich würde sagen wirklich 80% der Fälle, fast garantiere ich dir, ja, hat der eigentliche Einwand mit einem dieser drei Gründe zu tun. Und wenn du das verstanden hast, dann hast du schon mal quasi und lernst und dich quasi hier optimierst, diese Einwände zu behandeln im Telefonakquisegespräch, dann hast du schon mal eine Conversion-Rate von Entscheidergespräch zu Lead, zu Erstgespräch, zu Angebotserstellung,
zu Sales Opportunity, Qualified Sales Opportunity, zu Closed Customer, also newly, also neu gewonnenen Kunden. Eine Conversion Rate kannst du dann teilweise verdreifachen, vervierfachen, verfünffachen. Ja? Also wenn du jetzt 100 Gespräche brauchst, um einen Kunden zu gewinnen, kannst du dann das Ganze reduzieren auf 50 Gespräche, um einen Kunden zu gewinnen. Teilweise, wir haben teilweise je nach Case, nach Fall, schaffen wir es teilweise, dass wir mit 20 bis 30 Gesprächen, Erstgespräche, 2, 3 Neukunden gewinnen. Ja? Weil wir das verstanden haben. Ja, weil wir die eigentlichen Gründe, die Ängste, die Befürchtungen der 80% der Entscheider da draußen, was dieses Thema betrifft, verstanden haben. Okay, das soll es gewesen sein mit diesem Video. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen weiterhelfen. Ansonsten hol dir gerne bei uns ein Erstgespräch, ist nach wie vor noch kostenlos, und informier dich einfach über uns und dann kommen wir ins Gespräch. Vielleicht können wir dir auch direkt operativ weiterhelfen und oder auch